Ja, wir haben schon mal eins. Aber hier scheinen wir es gesucht zu haben. Doch manch hier kann er noch was gesehen. So, nee, das ist ein Haufen. Draußen so ein Laubhaufen, damit ich mich verstecken kann. Okay. Oh, hör auf! Immer an irgendeiner Scheiße hängen zu bleiben. Immer dieser Affenassassin. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Sieben Dachen sollen hier versteckt sein. Mann, wo denn? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Haben wir schon ein paar Räume jetzt durch. Ah, da ist noch was. Da glitzert auf jeden Fall was. Ein Hut. Etwas aus Edward Kenways Zeit. Yeah. So. Mal Cheater-Blick anmachen hier. Okay. Gut, der ist gerade da reingegangen. Komm. Zack. Erledigt. Er mag das eigentlich nicht so sehr mit diesen Blick rumzulaufen, weil die Farben so kacke aussehen. Nicht so laut hier. Was war das? Wow! Was? Wo ist denn der? Den habe ich. Ah, verdammt, die Tür ist offen. Verdammt. Gut, dass er keinen Alarm geschlagen hat. Ich dachte, der wäre eine Tür zu. Gleich vorher mal hingucken sollen. Einmal verstecken, bitte. Die werden sich wundern, dass ihr ganzes Personal auf einmal in irgendwelchen Dingern da versteckt ist. Was ist das eigentlich? Sieht aus wie ein Beichtstuhl, aber ist ja kein Beichtstuhl. Das ist auch wiederum zu schmal. Ich nenne die Dinger einfach Beichtstuhl. Stellt sich sowas zu Hause hin. So, da haben wir eine Schatzkarte. Das sollte den Assassinen gehören. Ja, warum lässt es dann liegen? So, hier ist so nix. Glitzert auch nix. Ich gucke immer noch einmal rum. Scheint aber nicht so zu sein. So, Green steht immer noch da unten. Schön brav. Hier vielleicht irgendwie so Kenways Besteck oder sowas hier. Nee, sieht nicht so aus, das sind nur Spiegelungen. Hier war ich hier durch, ne? Na komm. Schön einmal die Tür durch uns. Hallo? Hat gerade hier den Hänger gehabt. Aber hier oben ist keiner. Ah ne, da bin ich ja auch schon. Ah, okay, jetzt bin ich hier wieder. Gut. Sind wir hier oben, denke ich mal, durch. Wie viel haben wir? Drei. Fehlen noch vier. So, durch den Eingang brauchen wir nicht raus. Ah, da ist was an der Wand. Das holen wir uns auch. Pistolen. Diese Frau ist eine wahre Sammlerin. Okay, die haben wir. Mal gucken, dass uns auch nichts entgeht. So, da ist nix. Irgendwas hat er gerade registriert. Hinten läuft. Mann, Mädel. Machst du eigentlich immer? Im Moment, hier bin ich doch schon gewesen. Klar, von hier bin ich gekommen. Deswegen ist Green hier auch nicht. Hallo, da steht der ganze Zeit so schön gerade. Schön brav. Und wartet. So ist gut. So, hier ist nichts, da ist nichts, da ist Green. Da ist ein Schiffchen, das nehmen wir auch noch direkt, natürlich direkt mit. Das packen wir in die Hosentasche, das kleine Schiff Wenn hier. Vater das nur sehen könnte. Okay, hier ist sowieso zu.
Na, fehlen nur noch zwei Teile. Die werden wir auch noch finden. Der Green. Hätte ich ja schon mal hier aufmachen können, ne? Ist denn hier keiner dahinter? Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Wir suchen nach. Warum hat mein Controller vibriert? Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Controller vibriert die ganze Zeit hier. Ist das jetzt wegen dem Flügel, der sehr unauffällig glänzt, oder? Ich glaube, ich bück mich lieber, falls da einer von denen da draußen reinschaut. Gehen wir aus dem Weg. Hier scheint aber nichts vom Kenway zu sein. Aber größer ist die Hütte ja nicht. Doch, da ist da was. Noten. So, das muss ich eher spielen. Würde ich jetzt mal vermuten. Naja, aber jetzt müsste ich das auch schon mal gefunden, wenn wir jetzt hier gleich irgendwas spielen müssen und ich kann keine Noten. Ein wunderschönes Klavier. Das ist ein Flügel. Ich wünschte, ich könnte. Ich liebe den Klang. Und Sie? Ein wenig. Genug, um zur Not als wohlerzogene junge Lady durchzugehen. Ich würde Sie gerne spielen hören, sollte sich einmal die Gelegenheit ergeben. Also das die Schwerter und das Schiff da. Die sind markiert. Heißt das, die habe ich übersehen, oder? Verdammt, ich komme hier nicht mehr raus. Dann ist egal. Ja, ich spiele schon, aber das ist ein Flügel, Mann. Das ist kein Klavier. Na verdammt. Muss ich doch spielen. Was haben wir denn da? D, A, D, E, F, D. Gut, vielleicht kann ich was merken. Ich hab aber... Irgendwo habe ich hier... Ach, ich nehme einfach mal das iPhone. Notizen. Mann, wie lange habe ich schon nicht mehr irgendwas aufschreiben müssen für irgendein Spiel oder so? Das ist ja schon irre lange her. D, A, D, E, F, D. Das Diff. So, hallo. Lord Kenway war ein Pirat. Wo würde ein Pirat seinen Schatz verstecken? Meiner wäre in der Bibliothek. Unterm Kreuz. So. D. A. D. E. F. D. Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Genau, geh du mal gut lieber vor. Nicht, dass uns was passiert. Kenways Schatz finden. Aber ist ja schon ein doller Bau jetzt hier so, ne? Muss man ihm ja lassen. Das ist unglaublich. Das ist ein Klavier. Ne? Man sieht den Unterschied. So. Ich glaube, das ist von der Jackdaw. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht so viel gespoilert. Weil das Assassin's Creed Black Flag Let's Play will ich ja noch machen. Ist das die Kerze? Oh, ne, okay. Ja, wo ist wohl der Schatz? Ach nein, doch nicht in der Schatztruhe. In der Schatztruhe versteckt doch keiner einen Schatz. Hm. 234, 37, ich denke jetzt 87. Mann, Pfund. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe,
Ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Ja, hoffentlich. Holt Henrietta und versucht einen zweiten Ausgang zu finden. Gibt es nicht. Das war einfach nur Zufall. Kommt, haut alle ab. Übernachten nächste Runde. Und dann gehen wir da oben raus. Ich möchte die Alte immer noch töten. Mach hier auf, komm, mach auf. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Such die Wände ab. Ja, such die Wände ab. Du sagst, du hast das Klavier gehört. Das ist kein Klavier, Mann. Das könnte der Auslöser sein. Sieh es dir mal genau an. Das ist kein Klavier. Ja, toll. Hey, was ist denn jetzt los? Hallo. Los, weiter, 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 weiter. Ja, geht doch. Ist ja voll blöd, wenn die Templer das jetzt hier finden, Mann. Wir müssen die töten. Ich hatte dir das verraten. Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei. Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen. Oh, nun, Miss Frey, ich... Nun ja, Miss Frey, ich... Überleg es mir. Dann tun Sie das. Na los, zurück ans Tageslicht. Klar, um wir das hier wieder zurück. Können wir nicht in den Händen Templern lassen. Jo. Wo kommen wir jetzt hier raus? Tja. Mitten in der Kanalisation. War ja mal wieder klar. Wo auch sonst, wenn es runtergeht. Aber hat schon was, ne? So eine versteckter Raum, einfach so im Fußboden. Ich wollte mich nicht so. Ich will hier rauf. Ich will hier rauf. Ah, du. Oh. Nimm bloß nicht die Leiter. Moin zusammen. Kanal ist alles in Ordnung, braucht ihr nicht reingehen. Ja. Aber wahrscheinlich doch das eine Schiff und die Schwerter da an der Wand. Aber wir holen das noch zurück. Dann kriege ich auch die anderen Sachen. Joe. Queen? Ah, da bist du ja. Was machen wir jetzt? Holen wir uns den Schuppen. Ja, die Schulter ist okay, du brauchst nichts. Hast du dich gar nicht bewegt, man hast den Hebel runtergedrückt. Ja, hier ist soweit nichts. So, schauen wir hier durch. Zack. Nee, brauchst du jetzt nicht da rumhängen. Warum laufen die? Was ist denn hinter euch her? Ja. So sah London damals aus, ne? Wer ist das? Irgendwer ganz Unwichtiges. Joe. Ja, müssen wir jetzt schon wieder zum Zug porten. Gibt's denn hier keine normalen Quests mehr? Kann ja noch wieder irgendwelche Viertel einnehmen, aber. Oh, da brauchen 9, da sind wir ganz zu. Hey, hier ist was, das was. Überdosis. Machen wir das doch. Schnellreise haben wir da. Aber sowieso porten müssen, dann können wir uns auch hier eben schnell hinreisen. Und erstmal das auf einer Karte machen. Ich finde das mit dem Zug nicht so dolle. Gefällt mir irgendwie nicht. Fand ich Unity besser. Also bisher hat mir Unity generell besser gefallen.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir da so oft im Animus waren. Das kommt mir schon echt extremst oft vor jetzt hier. Aber was willst du machen? Kommen wir nicht drum rum. Oh Mann, wenigstens ein bisschen Musik oder irgendwie so, könnte es reinspielen. Das ist total lahm. Ein paar Hindernisse oder so. Immer dieses gerade einfach nur geradeaus laufen. Ich weiß nicht. Ist natürlich auch schöner als einfach nur ein Ladebild zu sehen. Boah, ist trotzdem irgendwie blöd. Da ist der Dingens. Nein, nein, das hier nicht. Zack, bumm. Runter. Da kann man mal sehen, wie lange wir jetzt im Animus geladen haben, dass es jetzt auf einmal hier so regnet. Sind wir mitten im Regen rausgekommen. Toll, Animus. Hast du toll gemacht. Show. Ah, Darwin. Ne? War das, glaube ich, Darwin. Aber das ist eigentlich der Jacob. Und wir wechseln. Mr. Fry. Ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starks Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Gerne doch. Was? Verfügbar? 11 Fähigkeiten? Was? Wie? Wo? Moment. Fähigkeiten. Da sind ja nur 2 Punkte. Ich glaube, ich brauchte 4 hier für das härter werden, ne? Sie. Achso, das sind jetzt hier die. Moment. 5. Das sind aber nur 8. Hat er gesagt, das ist 14? Hat er gesagt, 14 Fähigkeiten? Was stand da? Na, steht da nicht mehr. Okay. Habe ich den Punkt hier gar nicht aufgedeckt? Doch, ne? Achso, das ist nur Erinnerungsaussichtspunkt. Aber den habe ich doch. Warum ist der jetzt als mein Ziel? Da bin ich doch schon anscheinend gewesen, oder? Schauen wir erstmal. Okay, keine Feinde. Okay, dann müssen wir vielleicht einfach nur nochmal synchronisieren, damit es so dramatisch besser ist. Kommen wir hier durch? Dürfen wir hier durch? Nee, die rekrutiere ich nicht. Die ziehen mir wieder zu viel Aufmerksamkeit und dann sind die ganzen Templer gewarnt und das ist alles kacke. Nee. Das war mit Evie gerade viel cooler, wo ich dann einfach so ein bisschen Hitman-mäßig da durchgelaufen bin. Einmal runter, 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 runter. Aber hier. Moment, ich will mal gucken. Ich hole mich eine Truhe. Runter, ich sehe nichts. Komm, runter. Ja, da, genau. Sesam, öffne dich. Also hier muss ich länger drücken. Das kann er nicht einfach auftreten. Da muss er knacken. Material für, weiß ich nicht gerade. Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Ist ja auch echt eine blöde Hütte hier, ne? Also, so möchte ich ja nicht wohnen, so. Recht eng auf mehreren Etagen.
So, mehrere Etagen ist ja okay, aber nicht so. Nee.